tun und wo würde dann stattfinden etc.? Also im Falle einer Trainingsmission würde die Ukraine ihre Bedürfnisse klar artikulieren. Das heißt, wir müssen dann entsprechend in Kontakt treten mit einer Fact-Finding-Mission und Bezug nehmen auf die bereits stattfindenden Unterstützungen, weitere Möglichkeiten von Training, sei es jetzt technisches Training, was die Waffensysteme anbelangt, oder auch taktisches Training, entsprechend detaillieren, welche Maßnahmen hier am zweckmäßigsten sind, um die ukrainischen Streitkräfte zu unterstützen. Und das wäre sinnvoll, Ihrer Ansicht nach? Das wäre absolut sinnvoll. Die Voraussetzung ist allerdings ein gemeinsamer politischer Wille und die richtigen Trainingsmaßnahmen entsprechend herauszufinden. Wo wäre denn der Mehrwert, wenn es eine europäische Mission ist, im Unterschied zu den vielen nationalen Ausbildungsmissionen, die es schon gibt? Es geht sicher darum, keine Duplizierung von Maßnahmen zu erzeugen, sondern jene Trainingsmaßnahmen zu fördern für die Ukraine, die eben auf bilateraler Basis noch nicht abgedeckt sind. Und das wäre? Das hängt von den Gesprächen ab, die in Kürze zu führen sind, aber das ist abhängig von den konkreten Bedürfnissen der ukrainischen Streitkräfte und natürlich auch von den Möglichkeiten, die die europäischen Mitgliedstaaten mit sich bringen und anbieten. Das ist ja alles noch offen und ich verspreche mir von der heutigen Konferenz eine Klärung und eine weitere Meinungsbildung in dieser Hinsicht. Und könnte eine solche Ausbildung rechtlich gesehen auch auf dem Boden von EU-Staaten stattfinden? Ja, das ist eine juristische Frage, die derzeit intensiv diskutiert wird. Es scheint so zu sein, dass es im Rahmen des EU-Vertrages Möglichkeiten gibt, auch auf europäischem Boden eine solche Unterstützungs- und Trainingsmission zu etablieren. Vielen Dank.